die Geschichte von Cyan, Red, Green, Blue und so weiter haben wir alle schon gehört. Aber was ist eigentlich mit der Geschichte von Yellow in Rainbow Friends? Das werden wir uns heute reinziehen. Das ist sehr interessant. Lasst ein Like da. Macht die 100.000 Abonnenten voll, Freunde. Viel Spaß im Video. Kuss und wir gehen rein. Wir sind heute wieder bei GameTunes unterwegs und man sieht Orange an einem Geburtstagskuchen. Und Yellow zieht ihn irgendwo hin. Und warte mal ganz kurz. Warum bist du denn so böse, Bro? Oh nein. Yellow fliegt ihn bis nach Mappen, Leute. Wer kennt ihn nicht? Den aus der Map-Glitcher. Uff. By the way, Leute, falls ihr mal wissen wollt, wie ich aus dieser Map geglitscht bin und was man für Glitches mit Yellow noch machen kann, ich habe, glaube ich, 4 Stück rausgefunden, checkt gerne mal Denome Roblox aus. Also Denome Roblox, das ist mein 4. Kanal. Da machen wir sehr, sehr viel in Bezug zu Glitches und so weiter in Roblox, ne? Dann fliegt Yellow Orange erstmal ins Nest rein. Man kennt. Und Yellow sagt, du bist hier in keiner Position zu verhandeln. Und Junge, wie stark ist der geworden? Das ist mein Nest. Du Trottel, ich mach hier die Ansagen. Now listen up. If you want to leave this nest alive, you're going to do exactly what I say. Got it? Yes, of course. Leute, sehr interessant. Yellow stellt ihm ein, Yellow sagt ihm, er muss erstmal zuhören, wenn er das Nest jetzt hier verlassen will, ne? Und er sagt ihm, was er damals für jemand gewesen ist. Er war ein Pilot. Fliegen mochte er sehr gerne, liegt auf der Hand. Und er hat ja anscheinend einen Flug gehabt mit seinem Chef. Er soll das Flugzeug landen. Das ist ja das Schwierigste für einen Piloten. Also erstmal generell, er ist hier viel unterwegs, er muss fliegen und so weiter. Nur seine Angst war, dass er irgendwann ein Flugzeug fliegen würde mit Passagieren, die ihn verurteilen würden. Und deswegen zog er übel runter, weil er nervös geworden ist. Und man muss da ganz vorsichtig sein. Ruhig, Bruder. Oh oh. Sein Spitzname war Yellow, weil er so gelbe Haare hatte. Und er sagt, dieses Flugzeug ist für solche Manöver nicht ausgelegt. Und jetzt geht's runter. Das ist ja eine Horrorvorstellung. Er hat es überlebt. Sein Kollege auch. Aber lustig fand er es nicht. Er hat seinen Pilotentest dadurch nicht bestanden. Und er hat gesagt, gut, Flugzeug nicht, dann fliegt er doch Helikopter. Als er da drin war, hat er gemerkt, dass er so richtig unsichtbar, so richtig verbunden ist mit diesem Helikopter. Das war also genau sein Ding. Er würde seine Lizenz bekommen, wenn er diesen Helikopter vernünftig landen würde. Ne? Aber da war irgendwie ein Mann, der an einem Fluss gestrandet war und Hilfe brauchte. Er wollte seinen Test beenden, aber auf der anderen Seite auch dem Mann helfen. Oh man, you have no idea how much. Er hatte jetzt einen Passagier. Und je nachdem, wie der jetzt drauf ist, könnte einiges passieren. Er ist froh, dass er ihm helfen kann. Ist ja erstmal schön. Oh. Hey man, are you doing okay? Your hands. Er fragt ihn, wie lange er schon Pilot ist, und dann bekommt er wieder diese Panikanfälle. Oh Gott. Und dadurch zieht er den Heli immer rüber und ja, sehr unruhig, ne? Oh oh. Auch der Helikopter ist dafür nicht ausgelegt. Und es geht wieder nach unten. Nein. Er hat es überlebt. Und die anderen beiden
Natürlich wieder verbrannt und dreckig und ja, hat seine Prüfung hier natürlich auch nicht geschafft. Ne? Dein Leben war vorbei. Ohne Fliegen war er nichts, hat er gesagt. Und dann hat er gesehen, wie Red da anscheinend mit einem Helikopter-Trieger, ja, das Ding halt, was an Yellow dran ist, da vorbeigeflogen ist. Und ich kann mir die ganze Story schon ein bisschen denken. Hallo? Is anybody here? I followed the flying man into fragt, the ob jemand hier ist. Er ist in den Playplace reingegangen von den Rainbow Friends. Und das hätte ich an deiner Stelle, Brudi, echt nicht gefragt. Da ist das Labor. There it was, the flying machine. It was the most beautiful thing. Er hat die Flugmaschine gefunden und dachte sich, boah, das Ding, mit dem Teil kann ich rumpacen, aber nein. Red kam und meinte, bist du interessiert an einem Flug? Ich kann dir dabei helfen. Taser, Maschine. Das, was Red immer tut. Eine Verwandlung. Etwas Böses erschaffen. Da geht der Kopf auf und jetzt hat Red sein Übrigstes getan. Das, was er nämlich immer tut, dieser verdammte Gauner! Hey! Junge, Kreissägen? Oh mein Gott. Weiß ich ja nicht, ob die nötig sind, ne? Auf jeden Fall ist jetzt Feierabend. Ich will auch mal böse lachen, Leute. Okay. Yellow ist jetzt Yellow geworden. Also der richtige Yellow. Und jetzt ist er natürlich mega sauer, weil er jetzt ein Monster ist. I gave you exactly what you wanted, didn't I? I turned you into something that can fly. Of course. I'm a bird. That means I can fly. Er war sehr froh, weil er ist jetzt ein Vogel, aber er kann irgendwie nicht fliegen. Anscheinend hat er keine Flügel, oder? Did you think I'd actually make you a monster that could escape so easily? You're my prisoner here now. You'll never fly. Er hat gesagt, du kannst nicht fliegen, Kollege. Du bist zwar ein Vogel, aber fliegen ist nicht drin. Und jetzt ist er für immer ein Gefangener von den Rainbow Friends. Naja, von Red im Prinzip. Aber dann hat er eine Idee bekommen. Er hat das Teil geklaut von Red und konnte damit wegfliegen. Und tschüss. Und das ist meine Story. Das ist seine Geschichte. Orange entschuldigt sich natürlich, aber er kann da nichts für. So, what do you say? I say, I'm in. Und die beiden wollen jetzt Red bekämpfen. Orange ist dabei. There we go, finished. Nice backpack. What the? Und da gibt's direkt Stress. Showdown kommt jetzt, Leute. Interessant. You turned me into a freak, Red. Now I'm back to make you pay. Oh yeah? Jetzt soll Red bezahlen, aber dreimal dürft ihr raten, was er nicht macht. Er bezahlt safe nicht. Er hat auf jeden Fall ein Jetpack gebaut jetzt. Okay, crazy. Krasses Jetpack. Kann ich auch mal sowas haben? You ask, Red. It's on. Gibt einfach jetzt einen richtig dicken Fight im Flug. Oha. Und Orange kann da irgendwie gar nichts machen. Oh, das sieht auf jeden Fall nach einem sehr, sehr wilden Fight aus. Er geht in die Hüpfburg rein, kann hochspringen und wird hundertprozentig auf Red springen, Leute. Safe. Jetpack kaputt. Red macht direkt einen Abfahrtzeit im Boden. Safe Call. Das war's. Jetzt kann Orange seinen Kuchen essen. Ein Happy End. Oh nein. Yellow ist auf den Kuchen gefallen. Das war's auf jeden Fall wieder mit einem Video auf meinem Kanal. Lasst ein Like, der checkt GameToons gerne aus. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Deno. Out.